Der heutige Fachtag wird organisiert von dem Bremer Bündnis für die Verkehrswende. Das ist ein Bündnis, das sich vor einem guten Jahr gebildet hat. Und das Bündnis umfasst die Organisationen, den BUND, Bund Umwelt- und Naturschutz Bremen, den VCD, den Verkehrsclub Deutschland, Landesverband Bremen, den ADFC, Allgemeinen Deutschen Fahrradclub Bremen und auch den Fuß e.V. Bremen. Also diese vier, wir haben uns vor einem guten Jahr zusammengetan und das Thema auf die Tagesordnung zunächst für uns und jetzt natürlich auch in der Öffentlichkeit gesetzt. Mein Name ist Wolfgang Köhler-Naumann, ich bin aktiver Mitarbeiter im VCD, also ehrenamtlicher aktiver Mitarbeiter im VCD und an vielen Stellen eigentlich auch noch aktiv. Ich freue mich, als Mitinitiator des Bündnisses Sie heute und uns durch diese Veranstaltung zu führen. Warum eigentlich dieser Fachtag oder besser noch, wozu? Sie haben es auf dem Einladungsflyer gesehen, die Städte sind zugeparkt. Bremen ist unseres Erachtens an wesentlichen Stellen in den Wohnquartieren zugeparkt. Dort steht Blech im Wege. Und dies tut ganz vielen Menschen Abbruch. Dies geht zulasten zunächst einmal der sozial Benachteiligten. Sie wohnen an den Stellen, wo der größte Verkehrslärm, der größte Schadstoffeintrag und so weiter ist. Es geht zulasten aller, die beruflich mit dem Auto unterwegs sein müssen. Die stehen irgendwo, parken schnell, liefern aus. Es geht zulasten von vielen Menschen. Kurz gesagt, es geht auch zulasten des Einzelhandels. Kurz gesagt, der Zustand, den wir bei uns in Bremen in vielen Quartieren, insbesondere den innenstadtnahen, beobachten, geht zulasten der Lebensqualität, der Attraktivität Bremens und auch zulasten der Attraktivität Bremens als Arbeitsort. Zu guter Letzt. Unsere These und unsere Aussage als Bündnis ist ja, dass die Bewirtschaftung des wertvollen öffentlichen Raumes ein sehr starkes Steuerungsinstrument ist, um zu einer Veränderung zu führen. Dies ist unsere These, dies ist unser Wollen und dies ist damit auch Thema dieses Fachtages. Und wir werden von den unterschiedlichen Referenten und Referentinnen dazu auch durchaus, nehme ich an, unterschiedliche Aspekte und möglicherweise auch unterschiedliche Sichtweisen hören. Dann darf ich gleich überleiten zum ersten Redner, der Herr Professor Monheim. Herr Professor Monheim ist studierter Geograf, Soziologe und das ist so viel, das muss ich ablesen. Also Geograf, Soziologe, Geschichte, Stadt und Regionalplanung. Ganz schön viel. Er war viele Jahre in der öffentlichen Verwaltung in Fragen der Stadtentwicklung, des Wohnens und des Verkehrs leitend tätig. Dann war er Professor an der Hochschule Trier für Raumentwicklung und Landesplanung und seit 2007, parallel zu der Lehrtätigkeit in Trier, betreibt er das Institut, als ist er Mitinhaber des Institutes Raumcom, also Institut für Raumentwicklung und Kombination in Bonn und Trier. Er ist Gründungsmitglied des VCD, also da, wo ich nun auch aktiv bin, und auch Gründungsmitglied des ADFC. Und all die anderen Gründungsgeschichten lasse ich jetzt einfach mal weg. Herr Professor Monheim. Ja, meine Damen und Herren, es ist nicht ganz leicht, in Bremen so einen Vortrag zu halten, weil ich bin oft in Bremen gewesen, ich kenne Bremen ganz gut, habe oft auf Podien gesessen mit regierenden Bürgermeistern und Senatoren. Und Bremen ist im Vergleich der deutschen Städte, wenn man so will, ja auch Landeshauptstädte, einerseits ganz gut aufgestellt, es hat einen ganz guten Model Split, es hat ein leidlich gutes ÖPNV-System, zum Glück gibt es da noch die Straßenbahn, zum Glück ist S-Bahn ausgebaut worden. Es hat traditionell einen relativ starken Radverkehr. Ich habe das erste Mal den Bremer Radverkehr 1972 in Zahlen untersuchen lassen. Da kam für Bremen raus, dass es weit überdurchschnittliche Distanzen beim Pendeln mit dem Fahrrad gab in Bremen. Das hat erstmal die Fachwelt sehr gewundert, weil damals noch das Bild war, Radfahrer stürzt erschöpft nach 3 Kilometern vom Fahrrad. Da gab es doch wahrhaftig Pendler, Fahrradpendler,
die nach Bremen über 10 und 15 Kilometer ohne Pedelec damals, wir sind 1972, geradelt sind. Gab die Gesellschaft für Landeskultur, das war damals eine Gesellschaft in Bremen, die solche Studien gemacht hat. Also Bremen hat eine ganze Menge vorzeigbare Dinge, eine große Fußgängerzone, durchaus attraktive öffentliche Räume in der Innenstadt und trotzdem hat es einen Sack von Problemen. Es ist eben nicht Kopenhagen. Es hat eben nicht mit System seine Haupteinfallstraßen, seine Hauptverkehrsstraßen stadtverträglich weiterentwickelt und umgestaltet. Es ist schon auch eine Stadt, die stark am Stau, vor allem wenn man an den Rand kommt, leidet. Es ist auch eine Stadt, die eine Menge auf der grünen Wiese an großflächigem Einzelhandel hat. Und es ist vor allem eine Stadt, die natürlich mit dem Umland eng verflochten ist. Und die Verflechtungen mit dem Umland führen mich zu einer ersten Forderung, die im Prinzip in Deutschland immer mal wieder geäußert wird, aber nie umgesetzt wurde. Wir brauchen eigentlich Regionalstädte. Wir brauchen vor allem in der Verkehrsplanung regional abgestimmte Verkehrsplanung. Ob Bremen Verkehrsprobleme hat, hängt auch davon ab, wie gut der ÖPNV in Delmenhorst ist. Weil Mensch, der in Delmenhorst morgens losfährt, hat er ein gutes Stadtbussystem, ein gutes ÖPNV-System anders verhält, als wenn er das nicht hat. Nun ist Delmenhorst kein Dorf. Bremen ist aber auch umgeben von sehr viel flachem Land. Und da ist die entscheidende Frage, kann sich Politik eigentlich noch vorstellen, dass es im flachen Land auch Dorfbusse gibt, dass es Landbusse gibt, dass es ein ÖPNV-System gibt und kann sich vor allem eine Politik vorstellen, dass es hochattraktive Radverkehrsverbindungen nicht primär für Touristen, sondern für Pendler gibt, die aus der Region auf Radschnellwegen, und davon brauchen wir dann in der Region Bremen 60, 70, 80 Kilometer, wahrscheinlich auch mehr, auf diesen hochattraktiven, bevorrechtigten Radschnellverbindungen mit dem Fahrrad zum Einkauf oder zur Arbeit pendelt. So, also ein ambivalentes Bild, in dem ich erstmal durchaus bereit bin, ein paar Komplimente zu machen. Bremen ist nicht umsonst Geburtsstadt des ADFC. Jan Tebbe hat hier den ADFC gegründet. Der Impuls kam von hier. Und Bremen hat eine sehr aktive Umweltbewegung von Anfang an gehabt und deswegen ja auch immer wieder politische Konstellationen gehabt, wo, ich sag mal, das ideologische Hickhack, was unsäglicherweise in vielen anderen Städten dazu führt, dass 5 Jahre lang die Radwege gebaut werden und die nächsten 5 Jahre werden sie wieder abgerissen, weil eine Mehrheit gewechselt hat. Diese Probleme haben wir in dieser Schärfe nicht. Das vielleicht als kurze Vorrede und der Hinweis, ich habe hier eine Präsentation mit 50 Folien, die werde ich Ihnen nicht zeigen, aber die können Sie dann in Ruhe, wenn Sie alle Ihre E-Mail-Adresse hinterlegt haben, nachlesen. Und in dieser Folie oder in dieser Präsentation gibt es 2 Zahlen, die immer wieder Erstaunen auslösen. Das erste ist die Zahl, in Deutschland werden täglich 160 Millionen leere Autositze durch die Republik kutschiert, weil unser durchschnittlicher Besetzungsgrad 1,1 ist. Und bei dieser Tatsache reden wir nicht von Geisterautos. Wenn da ein Bus mit nur 5 Leuten besetzt ist, heißt es sofort, der fährt heiße Luft durch die Gegend. Das ist ein Geisterbus. Aber diese Autos mit immer nur einem drin besetzt, die maßgeblich am Stau und dem Zustandekommen vom Stau ursächlich beteiligt sind, die werden nicht thematisiert. Und unsere mittlerweile 45 Millionen Pkw benötigen in Deutschland 160 Millionen Stellplätze. Das heißt, da ist überall Blech. Diese 160 Millionen Pkw unterzubringen auf öffentlichen Straßen, im privaten Parkraum, im betrieblichen Parkraum, das erfordert einen wahnsinnigen Flächenverbrauch, der daran schuld ist, dass unsere Städte so sind, wie sie sind, dass die eben auf Gehwegen, auf Radwegen, auf Plätzen rumstehen und alles andere erstmal kaputt machen. Weil wo ein Auto steht, da kann was anderes nicht mehr gut gedeihen. Und wenn Sie zurückgehen, ich bin alt genug, 72, mich zu erinnern, wie der ADAC in den 50er Jahren eine Kampagne gemacht hat. Wir haben zu breite Gehwege in Deutschland. Was fehlt, ist Parkraum. Halbiert doch bitte die Gehwege. Und das hat dann die Verkehrspolitik und die kommunale Verkehrsplanung wohlfeil gemacht. Wir haben massenhaft dann das bis dahin grundsätzlich verbotene Gehwegparken. Bis dahin war Gehwegparken verboten. Der Bordstein war eine Trennlinie zwischen Fahrbahn und Fußgängerverkehr.
Diese Funktion des Bordsteins gibt es heute nicht mehr. Kleine Kinder, die im Verkehr erzogen werden, müssen sich auf den Bauch legen und unter die Autos drunter gucken, damit sie irgendwo noch den Bordstein finden, der angeblich die Begrenzungslinie zwischen Fahrbahn und Gehweg ist. Also, wir haben legal Illegalität in den 50er Jahren zugelassen. 16 Beschilderungskombinationen gibt es für das Gehwegparken. Halbhüftig und ganzhüftig und quer und längs und schräg und wie auch immer. Es war die Legalisierung eines Übergriffs auf den Fußverkehr. Aber in den 50er Jahren, 60er Jahren hat kein Mensch da ein großes Drama von gemacht, weil damals die Zahl der Autos noch überschaubarer war, weil man damals meinte, okay, das kann man den Fußgängern zumuten. Das natürlich auch in hohem Maße auf Radwegen geparkt wird und auch die darunter leiden, ist in Bremen vielleicht nicht ganz so dramatisch, weil hier die Politik etwas mehr, naja, also wenn wir die Radweglängen erstmal nur statistisch vergleichen, ist Bremen nicht ganz so schlecht aufgestellt. Warum erzähle ich Ihnen das? Ich erzähle Ihnen das primär, um deutlich zu sagen, dass wir mit der Art, wie wir zurzeit öffentlichen Raum gestalten und wie wir Straßen planen, nämlich von der Mitte vom Autoverkehr an den Rand. Also erstmal kriegt der Autoverkehr, wovon wir glauben, dass er es brauche, breite Fahrbahnen, normalerweise die Normfahrspur 3,50 Meter und davon dann vier Stück, da haben wir eine ziemliche Breite. Alles andere ist Tabu, Schmalfahrspuren, Kombispuren, Platz sparen im Autoverkehr ist nach wie vor Tabu, obwohl es die Leistungsfähigkeit der Straßen sogar erhöhen würde, weil dann weniger überholt würde. Jetzt bin ich an der Stelle, wo ich die Amtspersonen, die hier sitzen, nochmal scharf angucke und sage, ein ganz großes Problem ist, dass unsere Datengrundlagen beim Umgang mit dem ruhenden Verkehr grottenschlecht sind. Grundsätzlich ist erstmal sowieso alles im Verkehr relativ schlecht belegt, weil wir ganz überwiegend außer der MED-Erhebung, die Jahr aus, Jahr ein, vom 1. Januar bis zum letzten Dezember ihre 1400, 1500 Interviews, Tagebuchinterviews macht, wo man dann wenigstens ein bisschen was, gehen Sie ins Internet, gucken Sie sich das an, ein bisschen was über Verkehr erfährt. Unter anderem, dass nach wie vor die wichtigste Verkehrsart in Deutschland der Fußverkehr ist, weil über 70% aller Mobilitätsetappen werden zu Fuß gemacht. Aber suchen Sie mal ein Ministerium, wo es eine große Abteilung mit 20 Referenten für den Fußverkehr gibt. Suchen Sie mal einen Haushalt, einen Bundeshaushalt, in dem pro Jahr 5 oder 10 Milliarden Euro für Förderung des Fußverkehrs drin ist. Nichts dergleichen. Mit solchem Geld fördern wir im Moment Elektroautos, aber nicht Fußgänger. Erst wenn wir die Fußgänger auch noch elektrisch machen, elektrische Rollschuhe unter die Füße, fängt Politik an, Interesse am Fußgänger zu kriegen. Also, was brauche ich? Ich brauche eine zuverlässige Statistik über das, was im Moment auf den Straßen los ist. Wo stehen wie viele Autos rum? Wo wohnen die Autohändler, Halter? Woher kommen diese Autos? Wie lange stehen die da? Wofür stehen die da? Also, welche Aktivitäten? Ich muss praktisch den ruhenden Verkehr endlich in seiner verkehrserzeugenden Funktion ernst nehmen und sehr detailliert erfassen. Dann kommen wir sehr schnell, ähnlich wie in der Wohnungswirtschaft, zu dem Ergebnis, da gibt es massenhaft Zweckentfremdung. Da gibt es Quartiere, in denen stehen lauter Autos rum von Leuten, die dahin fahren, ihr Auto abstellen, aber in dem Quartier eigentlich nichts verloren haben. Das sind die berühmten Fremdparker. Schon sind wir bei der Asylantenthematik. Das sind Autoasylanten, die Zuflucht gesucht haben in einem Quartier, um dort beheimatet zu werden für 2 Stunden, für 4 Stunden. Manchmal hängt dann ein Zettel an der Scheibe, bin mal eben beim Bäcker. Das ist derjenige, der jetzt gerade in der zweiten Reihe parkt. Ich appelliere an alle Radfahrer, stellen Sie Ihr Fahrrad mitten in die Fahrbahn, hängen Sie einen Zettel an den Lenker, bin mal eben beim Bäcker. Dann wird klar, dass wir da mit völlig verschiedenem Maß messen. Das eine ist Gewohnheitsrecht. Das hat sich über die letzten 50, 60 Jahre so eingespielt.
Und darunter leidet dann auch der Autoverkehr. Parken in der zweiten oder dritten Reihe kann im Zweifel für die Feuerwehr fatal werden, kann im Zweifel für den Autoverkehr fatal werden, weil es tatsächlich nah am Infarkt ist. Infarkt heißt ja, da wird eine Arterie verstopft. Und wenn dann eben in der zweiten und dritten Reihe geparkt wird, dann wird halt da die Straße verstopft an der Stelle. So, also es geht nicht nur um Fußverkehr und Radverkehr, sondern es geht auch um die Effizienz im Autoverkehr. Wir halten mal begrifflich fest, es gibt nicht nur den Verkehrsfluss des Autoverkehrs. Auch Fußgänger fließen. Der Verkehrsfluss des Fußverkehrs ist genauso wichtig wie der Verkehrsfluss des Autoverkehrs. Das müssen wir den Polizisten beibringen, weil die ja normalerweise besessen sind davon, dass man am Rand alles zumuten kann, aber in der Mitte muss der Verkehr ungestört und ungehindert fließen. Nein, es gibt ein Recht auf Verkehrsfluss des Fußverkehrs. Und das bedeutet im Zweifel, das müssen mindestens zwei oder drei Menschen nebeneinander sein können. Ich erinnere an das Grundgesetz. Die Familie steht unter dem besonderen Schutz des Grundgesetzes. Vater, Mutter und zwei Kinder sind eine Familie. Verdammt nochmal, die müssen Platz haben. Und wenn die alle im Gänsemarsch durch die Stadt geführt werden, dann wird da nichts draus. Also brauchen wir einen neuen Blick auf die Abläufe. Und logischerweise hat der Radverkehr auch einen Anspruch auf seinen Verkehrsfluss. Und ja, wenn wir so anfangen und wenn wir dann gute Daten haben und wenn wir dann dem Einzelhandel seine Daten und Fakten endlich vor die Nase legen, dass er eben nicht vom Autokunden lebt, dass entscheidend für das Wohl und Wehe vor allem des Einzelhandels im Quartier und für den Einzelhandel in der Innenstadt ist, wie oft kommt Mensch. Also Fußmensch kommt fast täglich, Radmensch kommt zwei-, dreimal die Woche, Automensch kommt sehr oft nur einmal im Monat, macht dann in Gottes Namen im Kaufhaus seinen Großeinkauf. Aber wenn wir nur auf den berühmten Einkaufsbon gucken, dann gucken wir zu kurz. Wir müssen das mit der Häufigkeit des Einkaufs multiplizieren und dann kommt normalerweise raus, die Stadt lebt von Fußgängern. Und deswegen sollte der Einzelhandel ein Rieseninteresse daran haben, dass sein Umfeld des Ladens und seine Erreichbarkeit fußgängerfreundlich ist. Jetzt komme ich wieder an die Stelle, wo bis vor kurzem die Politik, mindestens mal die hohe Politik, ganz erstaunt war. Radschnellwege, was soll der Blödsinn? Weil man unter Radschnellweg geglaubt hat, das sind jetzt die Hauptfahrradachsen, die von Flensburg bis Füssen und von Aachen bis Sassnitz führen. So, und weil man sich nicht vorstellen könnte, dass Hauptnetze in jeder Verkehrsart nicht primär dafür gebaut sind, dass laute Autofahrer von Flensburg nach Füssen fahren. Das tun ganz wenige. Trotzdem gibt es eine Autobahn von Flensburg nach Füssen. Warum gibt es die? Weil unterwegs dauernd jemand auf die Autobahn drauffährt und danach wieder runterfährt. Im Ruhrgebiet sind das ganz viele Fahrzeuge, Kraftfahrzeuge, die nur für 10 Kilometer auf der Autobahn unterwegs sind. Also eigentlich gar kein Fernverkehr. Und in der gleichen Logik brauche ich ein deutschlandweites Fußwegenetz. Ich brauche ein deutschlandweites Radwegenetz und zwar in den angemessenen Qualitäten für die Verkehrsarten. Und wenn der Bund sich bisher darauf zurückzieht, ich bin für Autos zuständig, für Radfahrer bin ich nicht zuständig. Das ist kommunale Angelegenheit. Fußgänger sind auch kommunale Angelegenheit. Fragt man sich, wieso sind Autos eine Bundesangelegenheit? Fernstraßen, ja. Aber eine Straße ist keine Autostraße. Eine Straße dient allen Verkehrsarten und deswegen hat der Bund sich um alle Verkehrsarten und alle Netze der Verkehrsarten zu kümmern. Und deswegen warte ich auf eine Bundesratsinitiative der Länder, die dem Bund endlich Feuer unterm Hinter machen, dass er mindestens zwei Nullen an seinen Fahrradetat dranhängen muss, dass die 7000 Kilometer Radschnellwege endlich gebaut werden können. Im Moment haben wir in diesem Topf 25 Millionen Euro. Da kriegen wir nach Adam Riese, wenn wir Glück haben, 20 Kilometer Radschnellwege. Wir brauchen aber 7000 Kilometer. Also meine Urenkel können dann vielleicht mal das Netz benutzen. So geht das nicht. Also muss es Klick machen. Und das Gleiche gilt für eine bundesweite Netzstruktur und eine regionale Fußnetzplanung. Jetzt werden Sie wieder erstmal denken, Moment mal, da geht ja kein Mensch von Bremen-Ost bis Bremen-West oder von Bremen-Nord bis Bremen-Süd. Ich erinnere nochmal, es fährt auch fast kein Mensch von Flensburg nach Füssen. Also wir brauchen eine Premium-Infrastruktur für jede Verkehrsart. Bei der Bahn leisten wir uns das übrigens. Da leisten wir uns ein Fernbahnnetz. Da leisten wir uns aber auch Regionalbahnen.
Und so ähnlich ist das bei allen Verkehrsarten. Da nun Ihr Fokus heute das Parken ist, denke ich, muss ich noch mal warnen vor ein paar Illusionen. Ich fange mal an mit dem Thema Park and Ride. Wenn Sie irgendwo, ich mache das ja seit über 50 Jahren, irgendwo in einer Kleinstadt, in einer Mittelstadt, so eine Diskussion wie hier jetzt haben, dann zeigt früher oder später ein Politiker oder meistens sind es Männer auf und sagt, jawohl, Park and Ride, wir brauchen mehr Park and Ride. Da kriegt er normalerweise Beifall und er kriegt jetzt noch mehr Beifall, weil dieses Schnittstellenthema in der Politik an Bedeutung gewonnen hat. Die Kombination von Verkehrsarten, das ist eigentlich auch gut. Auch ich fange in meinen Vorträgen meistens an, die Menschheit ist inzwischen intermodal und multimodal geworden. Also, es gibt viele Menschen, die sitzen montags mal im Auto, dienstags sitzen sie im Bus, mittwochs gehen sie zu Fuß, donnerstags fahren sie mit dem Fahrrad. Also sie wählen flexibel, je nachdem, was weiß ich, wie das Wetter ist oder was sie gerade vorhaben, wählen sie verschiedene Verkehrsarten. Und intermodal bedeutet ja, sie kombinieren für eine Aktivität Verkehrsarten. Also sie fahren, das ist sehr schön, wenn sie es tun, mit dem Fahrrad zum Bahnhof oder mit dem Fahrrad zur Haltestelle der Straßenbahn, steigen dann da ein. Manchmal nehmen sie das Fahrrad mit oder nehmen ein Faltfahrrad mit und an ihrem Ziel fahren sie wieder weiter. Das nennen wir Intermodalität. Das ist gut so. Aber jetzt kommt der Pferdefuß am Park und Reit. Das Park und Reit ist ja in der Regel gedacht für Pendler. Da ist jetzt Fritzchen Müller, arbeitet bisher irgendwo in der City von Bremen, ist bisher immer mit seinem Auto dahin gefahren und den wollen wir jetzt überzeugen, zu sagen, hey, lass dein Auto stehen, nimm lieber die S-Bahn, wir machen für dein Auto draußen in der Region irgendwo einen Parkplatz an der S-Bahn und dann fährst du mit der S-Bahn in die Bremer City. Das klingt erstmal sehr überzeugend. Der Pferdefuß ist erstens, der Parkplatz da draußen wird aus Mitteln für den öffentlichen Verkehr gebaut. Was bauen wir also? Parkplätze und der Parkplatz braucht ja auch eine Zufahrt. Wir bauen Straßen und Parkplätze aus Geldern für den öffentlichen Verkehr. Eigentlich sollten davon Busse und Straßenbahnen finanziert werden. Jetzt finanzieren wir plötzlich aus diesem Topf Parkplätze und Straßen. Jetzt wird es noch viel schlimmer. Dieser Mensch hat bisher 8 Stunden an seinem Arbeitsplatz in der Bremer City sein Auto abgestellt. Dann hat irgendwann mal der VCD gemosert oder wer auch immer und gesagt, wir brauchen aber mehr Parkraumbewirtschaftung in der Innenstadt. Der Stellplatz, den der Pendler bisher 8 Stunden lang besetzt hat, wird umgewandelt in einen Kurzzeitstellplatz. Und jetzt erzeugt dieser Stellplatz pro Tag 4 bis 7 Autofahrten. Vorher eine Hinfahrt und eine Rückfahrt, jetzt 4 Hinfahrten und 4 Rückfahrten, weil das sind jetzt alles Einkäufer. So, was haben wir? Wir haben mit teurem Geld Parkplätze gebaut, Straßen zu den Parkplätzen gebaut und am Ende haben wir nicht mehr öffentlichen Verkehr, sondern weniger, weil die Parkraumbewirtschaftung dazu führt, dass der Umschlag je Stellplatz zunimmt. Der Einzelhandel sagt zunächst mal, das ist gut. Wenn bisher der Mensch diesen Parkplatz blockiert hat, als Berufspendler, macht er den jetzt frei für die Einkäufer. Das klingt gut. Das ist aber für die Verkehrsentwicklung fatal. Für die Verkehrsentwicklung wäre viel besser, wir würden da einen Baum hinpflanzen, wo bisher der Stellplatz war. Wir würden das gewissermaßen als öffentlichen Raum gestalten, statt aus einem sowieso schon Parkplatz seinen Parkplatz durch das entsprechende Schild, Kurzzeitparken oder gebührenpflichtiges Parken etc. dann dazu zu führen, dass wo vorher 2 Autofahrten stattfanden, jetzt 4 bis 7 mal Hin- und Rückfahrt, sind 8 bis 14 Autofahrten zusätzlich dazukommen. So differenziert mit diesem Thema umgehen, tut so gut wie keine Verkehrsanalyse. Und wenn man, ich habe das erste Mal Mitte der 70er Jahre gemacht und untersucht, da wird man beschimpft vom organisierten öffentlichen Verkehr. Monheim, du spinnst, du machst uns das Park und Reit kaputt. Die haben nicht die Traute, es geht ja noch viel weiter, das Auto, das ist ja jetzt da draußen an einer Stelle, wo ich jetzt eigentlich gerne ein attraktives Stadtbussystem hätte. Ich hätte eigentlich gerne, dass Mensch mit dem Bus zur S-Bahn da draußen fährt. Jetzt verführe ich den, dass er nicht mit dem Bus zur S-Bahn fährt, sondern dass er mit dem Auto zu dem für teures ÖPNV gebauten Parkplatz fährt. Im Ergebnis ist das alles sehr kontraproduktiv für eine sinnvolle Verkehrsentwicklung.
Damit will ich einfach nur sagen, wir müssen anfangen, die Dinge sehr viel differenzierter zu sehen und wir müssen anfangen, sehr viel bessere Daten zu haben, wenn wir uns mit dem ruhenden Verkehr auseinandersetzen. Dazu gehört dann auch ein Befund, wie viele Kilometer Gehwege sind in Bremen zugeparkt und zwar in welcher Form zugeparkt. Also wie viel Prozent von dem Gehweg ist gewissermaßen vom Blech blockiert. Wie viel 100.000 Autos stehen in der zweiten Reihe verkehrsbehindert und so weiter und so weiter. Also ich brauche eine sensible Empirie, was das Parken anrichtet. Und unsere klassische Strategie bisher ist, weil wir natürlich Parkprobleme haben, dass wir normalerweise versuchen, die zu lösen durch Ersatz. Wir bauen Quartiersgaragen. Also die Gehwege sind voll, also bauen wir Quartiersgaragen, also haben wir nochmal 200 Stellplätze oben drauf gepackt. Das Ergebnis ist in der Regel, es stehen genauso viele Autos auf den Gehwegen wie vorher, aber 200 zusätzliche Stellplätze werden auch genutzt. Also es entsteht mehr Autoverkehr. Also wenn man überhaupt daran denkt, sowas zu machen, ist das überhaupt nur vorstellbar in einem Programm, wo möglichst weniger Autoverkehr und nicht mehr Autoverkehr bei rauskommt. Jetzt geht das weiter, jetzt nehme ich die individuelle Perspektive. Sie wohnen in einem der wunderschönen Bremer Gründerzeitviertel, in einem der Bremer Häuser. Sie sind jemand, der, ich sag mal, in die Jahre gekommen ist und gesagt hat, den Ärger mit dem blöden Auto bin ich leid. Ich schaffe mein Auto ab. Okay, Sie haben Ihr Auto verschrottet, was passiert jetzt? Der Platz, wo bisher Ihr Auto stand, bleibt ja nicht leer. Da steht das nächste Auto. Das ist so ähnlich, wie wenn wir normalerweise unsere Gutfühlkampagnen gegen das Gehwegparken machen. Dann hängen wir Zettelchen an die Windschutzscheibenperspektive und sagen, parke nicht auf meinen Wegen. Und dann gibt es Menschen, die glauben das und sagen, oh, nein, tue ich nicht mehr. Die stellen sich anders hin. Wenn aber die Mehrheit der Autos weiter auf dem Gehweg steht, werden die irgendwann wieder unsicher und sagen, jetzt stehen die sowieso alle auf dem Gehweg, jetzt stelle ich mich da auch hin. Der Mensch ist ein Herdentier. Und deswegen ist entscheidend, dass wir die Verantwortung für das, was da passiert, nicht nur an den Einzelnen geben, du sei jetzt vernünftig. Ich sag mal, die klassische Paradoxie, mit der wir ja konfrontiert ist, der Platz wird immer knapper und die Autos werden immer größer. Die Raststätten an den Autobahnen werden immer knapper, also bauen wir neue für die Jumbo-Technologie, für die Gigaliner. Wir bauen für Hunderte von Millionen Euro neue Parkplätze für Gigaliner an Autobahnen. Statt zu sagen, Schluss, bei uns in Deutschland kommt kein Gigaliner auf die Straße, weil der mangelt jedes Jahr einen Haufen Fußgänger und Radfahrer nieder. So, nein, machen wir nicht. Wir lassen munter die Autoindustrie Dreckschleudern bauen, die berühmten SUVs, je größer das Auto, desto besser. Und jammern aber darüber, dass der Platz knapp ist. Sondern kann ich das eben nicht nur an das Individuum zurückgeben und kann sagen, naja, ihr seid halt so bescheuert. Sondern ich muss als Staat Signale senden. Und ein Signal wäre eine Besteuerung der Autos nach Kilogramm und Größe. So. Ein weiteres Signal wäre eine sinnvolle Maut, eine intelligente Maut, wo Autos nach Emission, nach Größe, nach Tageszeit, am teuersten wird der Stau, logisch, wenn du partout in den Stau willst, musst du dafür zahlen und schon hätten wir keinen Stau mehr. Aber das ist Tabu, das ist Teufelszeug, das wollen wir nicht, wir sind ein freies Land und wir hätten gerne freien Stau für alle. So, damit kommen wir nicht weiter. Was folgt daraus? Es folgt daraus, dass unter den gegebenen Rahmenbedingungen, Bremen kann keine eigene Maut einführen, unter den gegebenen Rahmenbedingungen in unserem Staatswesen, die Mehrheit der Kommunen ihren Frust über die gebundenen Hände, über die wenigen Möglichkeiten, das sind ja dann auch fiskalische Möglichkeiten, der Monheim hat leicht reden, baut neue Straßenbahnen, wir wissen, dass die Straßenbahninfrastruktur was kostet, und dass das Geld endlich ist. Also hätten wir längst ein Programm Elektromobilität Deutschland für den öffentlichen Verkehr haben müssen, wo wie in China jedes Jahr 130.000 neue Elektrobusse auf die Straße kommen. Kommen bei uns nicht. Die Betriebe sind heute schon ganz stolz, wenn sie 4 neue Elektrobusse anschaffen.
Es ist grotesk. Wir reden permanent von Elektromobilität und unser ganzer Forschungsetat schmeißt Milliarden hinter Elektroautos her und vergisst die Straßenbahn, vergisst die Elektrifizierung des Schienennetzes, vergisst alles, was mit sinnvoller Elektromobilität zu tun hat. So, und daraus resultiert jetzt wieder für mich, wir brauchen mehr kommunale Power in dem Geschäft. Die Kommunen müssen sich deutlich stärker artikulieren. Ich erinnere mich an einen OB, mit dem ich lange gearbeitet habe, Hans-Jochen Vogel, der war in München mein Chef, der war später in Bonn mein Chef, der sich getraut hat, mit dem Deutschen Städtetag Rabatz zu machen und zu sagen, so geht das nicht weiter. Wir gucken zu, wie unsere Kanzlerin mal eben will gesetzlich Richtwerte verändern und sagt, ich pfeife auf die Gesundheit, wir dürfen keine Straßen sperren. Ob Straßensperren das sinnvolle Mittel ist, ist eine ganz andere Frage. Aber einfach mal eben den Grenzwert gesetzlich ändern zu wollen, ist mit Sicherheit das falsche Mittel. Das richtige Mittel wäre das Einleiten einer Politik, bei der weniger Autoverkehr rauskommt. Und zwar auch weniger zugelassene Autos. Also Prämien, VW, gib endlich Prämien nicht für neue VWs, sondern gib Prämien für den Kauf von Bahncards 100. Da wird man sich erstmal wundern, geht das? In der Schweiz ging das. Toyota hat in der Schweiz Prämien für den Verkauf von Generalabos für die Schweizer Bahnen. Toyota, ein japanischer Autokonzern. Das ist aufgeklärte Politik. Wir sind ein Land ohne jede Aufklärung. Vielen Dank. Weil viele noch mal später gekommen sind, halte ich noch mal die zwei Dinge hoch. Da können Sie das alles in extenso nachlesen. Da kommt Bremen auch öfters vor. Wege zur Fußgängerstadt und Wege zur Fahrradstadt. Prospekte liegen hier vorne. Da können Sie vielleicht auch für die Politik ein bisschen lernen, wie Sie geschickt argumentieren, um in diesem immer noch sehr schweren Geschäft endlich Vernunft in die Verkehrspolitik zu bringen. So, wir haben jetzt ein paar Minuten für Frage und Antwort. Ich bitte Sie also um Fragen, keine Statements, Fragen, wo Sie vertiefen möchten, was Professor Monheim gerade dargestellt hat. Ja, schon Herr Monheim. Sven Eckert, ADFC Bremen. Ich habe eine Nachfrage, weil Sie so vehement darauf abgezielt haben, dass Parkraumbewirtschaftung ein Mehr an Verkehr erzeugt, im Gegensatz zu dem, was wir ja alle wollen, nämlich weniger Verkehr und mehr Platz für den Umweltverbund. Als sozusagen letztendlichen Schluss kann ich das ja nachvollziehen, aber ist nicht dennoch Parkraumbewirtschaftung ein Schritt auf dem Weg dort, wo wir hinwollen, weil wenn wir die Parkräume weiterhin kostenfrei anbieten, erzeugen wir ja auch nicht weniger Verkehr. Also da ich ein Freund der wahren Preise bin, haben Sie mich falsch verstanden, wenn daraus resultieren würde, Parken ist immer und überall umsonst. Logischerweise muss Parken bepreist werden. Mir ging es um die zeitliche Limitierung des Parkens als der zentrale Hebel der Parkraumbewirtschaftung. Und wenn man das macht, also die Effizienz des einzelnen Stellplatzes durch Erhöhung der Zahl der Autos, die da am Tag draufstehen, dann muss man das, damit es kein trojanisches Pferd ist, verbinden mit einer Reduzierung von Parkraum. Also ich erhöhe jetzt die Parkkapazität um den Faktor 7, also nehme ich Parkraum weg für öffentlichen Raum. Das ist Kopenhagen, das ist Schweiz, Zürich, Basel, Bern. Alle diese machen das. Die haben Parkraumkonzepte auf guten Analysen. Und da wird gewissermaßen der öffentliche Raum dann eben zurückgegeben. Wenn Sie mich so verstanden haben, dass der Monheim mein Freund, man darf überall umsonst parken. Nein, soll man nicht dürfen. Man soll überall bezahlen. Und wie viel man bezahlt, soll sich ein bisschen nach den Preisstrukturen der Fläche richten. Also das wird selbst auf der grünen Wiese, also bei IKEA, darf nicht mehr umsonst geparkt werden können. Herzlichen Dank. Peter Mazur, BUND. Ich habe eine Frage. In den innenstadtnahen Quartieren ist ganz häufig zu hören,
unser Allheilmittel ist das Anwohnerparken. Können Sie da was zu sagen? Ist das sozusagen die Lösung, Anwohnerparken in den dicht geparkten Vierteln zu forcieren? Also die Antwort kann nur sein, einerseits ja. Ich habe selber mal das Gesetz mit auf den Weg gebracht, weil ich damals noch im Bereich der Bundesregierung unterwegs war. Anwohnerparken ist der Versuch, das Überfließen mit den berühmten Fremdparkern zu vermeiden. So gesehen ja, aber auch das Anwohnerparken darf nicht primär gemacht werden, um die Parkhoffnungen der dortigen Anwohner, ich sag mal, zu potenzieren und zu sagen, kauft ruhig noch 4 Autos jeder, sondern es muss eingebettet sein in ein Konzept, wie kriegen wir hier mehr öffentlichen Raum für Kinder, für Grün, für Flanieren etc. So, dann ist Anwohnerparken eine adäquate Lösung. Ich will das in einem Kontext mit dem betrieblichen Mobilitätsmanagement stellen. Wenn Sie betriebliches Mobilitätsmanagement machen, Sie haben eine größere Firma mit 2000 Mitarbeitern, die hat bisher von mir aus 500 Stellplätze. Jetzt haben wir einen etwas grün angehauchten Betriebschef, der sagt, wir wollen das ändern. Wir kassieren, wir haben geguckt, bei uns kommen nur, ich sag mal, 50 Mitarbeiter irgendwo aus der Pampa, der Rest hat Alternativen und wir geben denen sogar ein Jobticket. Jetzt wird es zweifellos, wenn das steht dann in der Zeitung, dann wird es in den umgebenden Quartieren erstmal Angst davor geben, dass die Leute, die jetzt da auf dem Betrieb nicht mehr umsonst stehen dürfen, dass sie einfach in die Nachbarstraßen ausweichen. Dafür brauche ich nicht ein Ventil, sondern das Gegenteil. Da muss ich einen Vorschub leisten. Dafür ist das Anwohnerparken richtig und es wurde im Wesentlichen erfunden für Gründerzeitviertel. Und ich kann mir eigentlich keine deutsche Stadt vorstellen, wo nicht in allen Gründerzeitvierteln Anwohnerparken ist. Da gibt es Ausnahmen. Wenn Sie Anwohner parken und Sie haben da Läden, dann muss ich für den Laden eine Ausnahmeregelung machen. Unsere STVO ist sehr kreativ. Sie können in einer Anwohnerparke Kurzparkzonen einrichten. Sie können da Parkuhren aufstellen. Also Sie können diese verschiedenen Regularien kreativ nutzen, um am Ende für alle etwas Zufriedenstellendes zu machen. Primat hat die Bevölkerung, da sind Läden, also sollen die in Gottes Namen pro Laden 4, 5 Möglichkeiten haben, Kurzparkzone für die Läden. Dann gehe ich aber erstmal auf den privaten Parkraum dieses Ladeninhabers und stelle fest, der hat 7 Stellplätze und die werden morgens früh um 7.40 Uhr von 7 Mitarbeitern blockiert. Das ist natürlich dann eine Fehlnutzung. Also bin ich wieder an der Stelle, wo ich Daten brauche, wo ich hin muss, wo ich zählen muss, wo ich messen muss. Am Ende kommt raus, es gibt ein differenziertes Repertoire. Herr Polzin sitzt hier, der schlägt sich ja mit sowas permanent rum. Ich sag mal, das große Drama ist auch, dass unsere kommunalen Verkehrsplaner heillos unterbesetzt sind, weil wir seit 20 Jahren Personal in dem Bereich sparen. Wir müssen uns nicht wundern, dass die Verkehrsplanung immer schlechter und langsamer wird, weil da einfach keine Man- oder Womanpower mehr da ist. Das wäre wieder eine Nachricht an den Bund, eine Nachricht an den Ländern, dafür zu sorgen, dass in dem Bereich mehr möglich wird. Geld und dann auch Personal. Ja, vielleicht muss man manchmal auch über den Tellerrand eine Disziplin hinausschauen. Was halten Sie von der Abschaffung der Reichsgaragenordnung als eine Lösung? Ja, sofort Beifall. Die Reichsgaragen ist einer der Faktoren, der für den vielen Autoverkehr sorgt. Sie ist unsäglich, sie stammt aus Zeiten von unserem Hitler und da steht im Paragraph erstmal drin, wir fördern den Autoverkehr. Dieser Paragraph ist zur Förderung des Autoverkehrs und damals allerdings zur Freihaltung von Fahrbahnen. Damals war man noch besessen von der Vorstellung, stehende Autos haben in Straßen nichts verloren, da gehören nur fließende Autos hin. Trotzdem abschaffen. Alles abschaffen, was im Moment dazu führt, dass wir permanent mehr Autoverkehr, das Dieselprivileg, die Dieselbesteuerung, die Dienstwagenprivilegien, alles weg, das gehört alles in die Rumpelkiste der antiquierten Verkehrspolitik der Vergangenheit. Wir haben eine Menge zu tun da. Leidenschaftlicher Soziologe wie Sie auch. Deshalb aber zwei Fragen. Eines, Sie haben eben gesprochen von 160 Millionen Autos pro Tag. Ja. Leere Sitze. Leere Sitze, genau.
Das war jetzt meine methodische Frage. Die andere ist, ich habe, wie, und ich glaube, da spreche ich für alle hier, ich habe tierischen Respekt davor, wie Sie sich 50 Jahre die Hörner abgestoßen haben gegen diese, ja, an dieser Windmühle. Aber ich sehe eben auch, wir stehen vor einer großen Koalition von Interessengruppen, von Herren Arbeitgebern und Herren Arbeitnehmern, die sagen, das macht aber meinen Job kaputt. Wenn hier halt eben Parkraumbewirtschaftung und wenn dies und jenes, wenn das, was der Monheim sagt, durchgezogen wird, dann fliegen uns die Jobs um die Ohren. Wissen wir hier auch, dass das nicht so ist. Aber wie kriegen wir Lieschen Müller und Otto Normalverbraucher dazu, dass sie erstens hier in dieser Runde auch sitzen und zweitens hinterher sagen, der Monheim, der hat recht. Über den müssen wir mal nachdenken. Kurze Antwort. Das ist jetzt die Frage. Darf ich Sie bitten, kurz? Ja, also die Frau Deffner wird da sicherlich noch mehr zu sagen, weil sie an einer Studie mitgearbeitet hat, die die Transformation der Autowirtschaft in Deutschland zum Gegenstand hat. Gar keine Frage, weniger Autoverkehr bedeutet weniger Jobs in der Autoindustrie, andere Jobs in der Autoindustrie. Diese Branche hat sich sowieso abgewirtschaftet, moralisch und praktisch. Daraus resultiert, ich weine ihr nur bedingt Tränen hinterher. Ich hätte gerne 100.000 neue Busse im nächsten Jahr. Ich hätte gerne 200.000 neue Straßenbahnen. Ich habe neue Arbeit. Ich hätte gern endlich vernünftigen Mobilitätsservice, personalbasiert. Es gibt wahnsinnig viele neue Jobs, die endlich möglich gemacht werden müssen durch Umsteuern. Und da ich aus Ihrer Frage als Soziologe noch ein bisschen rauswittere, dass Sie die Frage stellen, kann man das dem Volk vermitteln? Es gibt in diesem Volk eine wahnsinnige Sehnsucht nach weniger Autoverkehr. Wenn Sie die Leute fragen, hättest du gerne 20.000 Autos vor deiner Haustüre oder 10.000 oder 5.000, Sie wissen, wie die Antwort ist. Fragen wir doch endlich die Leute, ob sie gerne weniger Autoverkehr hätten. Messen wir das? Es gibt zwei Kollegen in Deutschland, die Methoden dafür entwickelt haben. Und dann wird in Bremen deutlich gesagt, das ist das Limit. Mehr geht nicht mehr. Und zwar im öffentlichen Raum auch ganz klar gesagt, diese Hauptverkehrsstraße hat zu viel Platz für Autos, wir müssen sie umgestalten. Vorhin war von den Leuten die Rede, die da 7 Jahre kürzer leben, das ist die durchschnittliche Lebenserwartungsminderung, die ein Mensch, der lange an einer Hauptverkehrsstraße lebt, erleidet. Sie können sich das vorstellen, jede Nacht Schlafmittel, nicht mit offenem Fenster schlafen und so weiter. Und wir muten das zu. Grundgesetzwidrig ist das von vorne bis hinten. So. Wir haben ein bisschen Probleme mit der Anlage. Vielleicht können wir das in der Pause lösen. Eine Frage können wir noch zulassen. Bitte, wer mag noch, sonst gehen wir zu dem nächsten Vortrag über. Mein Name ist Rieke Fischer von Bremen im Wandel und ich hoffe, in den 50 Jahren gab es irgendwo eine kleine, große oder mittlere Stadt, wo Sie gesagt haben, da geht meine Saat auf. Mögen Sie uns ein gutes Beispiel erzählen? Ja, ganz viele. Also ich fange an mit Bremen. Auch Bremen hat eine Menge gute Sachen gemacht. Ich mache weiter. Also meine Lieblingsthemen waren Fahrradförderung. Es gibt in Deutschland eine Menge Städte, normalerweise fällt einem als erstes Freiburg, als zweites Münster, Städte, denen ich geholfen habe, mit sehr viel Geld das machen zu können. Ich gehe jetzt in den ländlichen Raum. Es gibt Kleinstädte, ich gehe nach Ostwestfalen, es wimmelt von innovativen Kleinbussen, die ich mir alle gerne rund um Bremen auch wünschen würde. Es gibt Straßenbahnstädte, wo neue Straßenbahn gebaut wird. Leider muss ich oft ins Ausland gehen, weil die deutschen Beispiele, ich sag mal, nicht ganz so üppig sind, aber im Prinzip hätte ich doch Selbstmord gemacht, wenn ich nicht ein bisschen Erfolg gehabt hätte. Ja, gut, vielen Dank.